Und damit herzlich willkommen zurück. Beim Stream war es jetzt nur eine Sekunde dazwischen. Mit den Folgen jetzt ein bisschen mehr. Wir sind das erste Mal in der Arena und haben uns eine Kampfhand zusammengestellt und sind in der allerersten Arena-Runde. Ich werde den wirbelnden Neta wieder mit ins Deck packen oder werde ich den auf der Hand behalten? Den packe ich auf jeden Fall mit ins Deck. Das behalte ich mal auf der Hand. Mal schauen. Vielleicht habe ich Glück. Ich habe Glück. Sehr, sehr genial. Direkt den netten Kneipen wird zum Anfang gezogen. Und direkt mal den Lepra-Gnom ausspielen. Tja, du dachtest, du darfst bald schlafen. Nee, 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 nee. Jetzt wird erst noch schön die Arena gerockt hier. Todesröcheln zieht eine Karte. Sehr gut. Nein, das spiele ich noch nicht aus. Ich ziehe mir erstmal eine Karte und greife an. Bum, bum. Zack, der Gegner kriegt 2 Schaden, zieht aber eine Karte. Fair enough, würde ich sagen. Du darfst immer, stimmt auch wieder, Trashmob. Bum, tada. Er nimmt sich erstmal 2 weitere Lebenspunkte. Werft eine zufällige Karte ab. Nee, Todesröcheln zieht eine Karte. Das finde ich gerade zu. Da nehme ich auf jeden Fall den hier mal. Und hole mir erstmal ein Leben zurück. Badem! Juhu! Das ist eine schöne Karte für den Hexenmeister, finde ich. Die ist total geil. Verleiht am Ende eures Zuges einen anderen zufälligen Diener plus 1. Plus 2 Leben. Und zieht noch eine Karte. Gebt eurem Gegner einen Mana-Kristall. Das ist natürlich jetzt gerade in dieser Runde echt fies, wo er so viele Karten auf der Hand hat. Ist das ein Dämon? Nein, das ist kein Dämon. Schade. Den kann ich noch nicht ausspielen. Ich frage mich. Shit, ich ziehe erstmal kurz eine Karte. Und spiele den. Bin gespannt, was ich rauswerfe. Alles klar, den Arkangolem. Das war eigentlich tatsächlich ganz gut. Damit habe ich mir einen Gefallen getan. Ach, scheiße, der greift mich natürlich jetzt selber an. Sehr gut gespielt. Das ist eine fiese Karte. Ach, den brauche ich auf jeden Fall gleich noch. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr eine Karte abwerft. Natürlich auch total geil. Fügt allen nicht-dämonischen 2 Schaden zu. Die behalte ich noch. Ich nehme erstmal den spektralen Ritter. Denn da kann er nichts gegen zaubern und ich möchte gerne 8 Mana auf der Hand haben. Denn dann kann ich die 3 hier herbeirufen und kann vorher den ausspielen. Dann hat er nämlich direkt 4, 5. Zack, plus 1 Angriff. Das heißt, ich muss mich jetzt direkt um den kümmern. Ist das ein Dämon? Das ist natürlich kein Dämon. Dili, 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 was mach ich? Fügt allen nicht-dämonischen 2 Schaden zu. Ich ziehe erstmal kurz eine Karte. Das ist eine Karte, die mir nichts bringt. Sehr schade. Den wird er auf jeden Fall in der nächsten Runde direkt mal töten. Nein, das war's für mich diese Runde. Schade. Sieht nicht gut aus bisher, diese Runde für mich. Hallo Mama, ich bin auf YouTube. Ich muss gleich mal lesen. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Stellt 5 Leben wieder her. Eine Blitzheilung, die Sau. Gut gemacht.
fügt einem Diener 2 Schaden zu. Den werde ich erstmal los da, den Heini. Die behalte ich auch auf jeden Fall noch. Ich nehme erstmal die eine Ork-Armee und ziehe mir noch eine Karte. So, da habe ich den Boss der Wichtelgang auch sehr gut. So, ich habe jetzt sehr viele wichtige Karten auf der Hand. Ich weiß aber, was ich gleich ausspiele. Den und den. Dann bleibst du auch, wenn du schon mal einen Stream erwischt, bleibst du auch bis zum Schluss. Alles klar. Dann zocke ich jetzt bis morgen früh um 9. Scheiße, gut gespielt. Wow, fuck, er hat jetzt 2 von meinen Karten. Das ist natürlich sehr, sehr kacke. Ich hoffe, er hat jetzt nicht genau die beiden. Zack. Und zack. Ta-ta-ta. 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 So. Das war mein Plan. Bringt einen Diener zum Schweigen, so ein Scheiß. Ach, und jetzt kriegt er auch die ganzen Punkte nicht mehr mit dazu. Das ist natürlich sehr scheiße. Gut gespielt. Verleiht benachbarten Dienern Spott. Warum hat er den nicht in die Mitte gepackt? Ist der blöd oder will er da einfach noch jemanden Genaues hinpacken? So, weißt du was? Weg mit allen. Zack. Ins Nirvana. Die behalte ich auf jeden Fall noch. Ich mache die Runde Schluss. Sorry, ist schon spät. Dumme Sprüche incoming, alles klar. Warum hörst du gerade... Ach so, Trash Mob, kann das sein? Ein Moorschleicher. Was spielen wir denn mal? Ich spiele den mal aus. Werde mir selber Schaden zufügen. Und +2/+2 geben. Zack, werde Spott verleihen. Ach, Mist. Verleiht einem befreundeten Diener bis zum Ende des Zuges +4/+4. Nein, möchte ich jetzt nicht machen. Zieh dir jetzt mal eine Karte, wenn ihr eine abwerft. Den spiele ich direkt nochmal aus. So, gut. Uhuhuhuhu, das wird ein spannendes Spiel. Aber ich glaube, das verliere ich trotzdem. Mehr darfst du nicht schreiben, sonst kriegst du Stress mit der GEMA. Das hat er natürlich gut gemacht. Weil jetzt dann sein Moorschleicher echt wieder weg ist. Das ist ein Dämon, ne? Ne, ist es nicht. Das ist sehr gut. Gut. Dann mache ich das einmal so. Bum, bum, bum. Dann... Ach, den hätte ich vorher ausspielen können. Dann hätte ich jetzt... Egal. Ah, nee, hätte ich nicht, weil es ein Dämon ist. So. Dann nehme ich den Zauber. Werde die Frau da noch los. Ich werde mal 6 Schaden machen. Werde mir... Ha, ziehe ich noch eine Karte? Na, shitte. Ich ziehe mal kurz noch eine Karte. Nein, dann muss ich den noch vernichten. Sonst...
Ich spiele den noch aus. Na, spiele ich die noch? Spiele ich die noch? Nein, ich spiele sie nicht. Volles Risiko. Den macht er natürlich sofort weg, ist klar. Zack. Habe ich zumindest noch einen Wichtel. Nee, hat er direkt plus zwei, gut gespielt. Scheiß gut gespielt, leider. Was machen wir denn? Dann hat er mich auf jeden Fall schon. Ich frage mich, ob. Ich werfe mal eine zufällige Karte ab. Ach, und ausgerechnet Karakasam. Scheiße. Dann erhalte ich noch einen zufälligen Trank auf die Hand. Mal gucken, was das ist. Mit maximal zwei Angriff. Und den spiele ich noch aus. So, mal sehen. Huhuhu. 13 zu 23 und der hat noch 6 Karten auf der Hand. Ich glaube, die Runde verliere ich. Die Tore sind geöffnet. Und das Saffe? Was ist denn das Saffe? Kenne ich tatsächlich gar nicht. Ist das eine YouTuberin? Oh, Dschungelpanther. Scheiße, hat der gute Karten auf der Hand jetzt. Sport und Gottesschild ist sehr nice. Zack, und dann werde ich mir selber noch mal ein bisschen Schaden machen. Der bringt jetzt leider gar nichts. Aber ich werde noch eine Karte ziehen. Und werde den noch vernichten. Tja, mehr kann ich nicht tun. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er mich noch nicht killen kann. Aber das wird er wahrscheinlich können. Schitte, schitte, schitte. Tja, bei solchen Runden wünsche ich mir gerade mit dem Hexenmeister immer den Renault auf der Hand, der das komplette Leben deines Helden wiederherstellt, wenn du keine Karte doppelt auf der Hand hast. Dubioser Lepragnom, fügt dem feindlichen Helden, wie ist das? Todesröcheln. Ach du Scheiße. Und die ist natürlich richtig fies bei dem Hexenmeister, die Karte. So, jetzt werde ich den auf jeden Fall ausspielen und mir schön viele Punkte wiederholen. Einmal noch Spott. Maximal Angriff 2. Na, dann werde ich mir die doch hier rüberholen. Und werde mit der den Panther erledigen. Werde mit meiner Bestie seine Bestie erledigen. Und das war's auch schon. Sehr gut. Huhuhu. Das Saffe ist ein YouTuber, der inzwischen auf Hitbox streamt und immer pünktlich um 22 Uhr dieses Lied angemacht hat. Der Chat ist immer ausgerastet. Okay, kenne ich tatsächlich nicht, sagt mir nix. Oha, was war das denn gerade für ein Zauber? Das war natürlich sehr intelligent, gut gespielt. Zack, er macht mir 2 Schaden. Ruft ein Ogre 6-6 herbei. Sehr, sehr gut. Die Karte habe ich, glaube ich... Ah, nee, die habe ich nicht auf der Hand. Oder habe ich die auf die Hand genommen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und er heilt sich noch. Fügt allen anderen Charakteren 3 Schaden zu. Verleiht euren anderen Dienern +1/+1. Schitte. Könnte mir schnell noch. Ich ziehe mir noch eine Karte auf jeden Fall. Ah, scheiße, so eine blöde Karte auch noch. Dann werde ich auf jeden Fall den noch in den Tod reißen.
Zack. Gut. Mal schauen, das wird auf jeden Fall eine knappe Sache. Spannende Runde, scheiß spannende Runde. Oh, fuck. Ich darf jetzt keine Karte mehr ziehen, sonst würde ich mich selber töten. So, meine Diener kosten zwei weniger. Aber das bringt mir leider auch nichts mehr. Gut gespielt. Zack, dann spiele ich die auch noch aus. Komm. Spannende Runde auf jeden Fall. Und lange Runde. Es gibt gut EP. Aber leider habe ich direkt die erste Runde verloren. So was Blödes. Naja. Hat er aber auch gut gespielt. Das muss man ihm lassen. Vielleicht ist mein Deck auch einfach gar nicht so gut. Ja, fast direkt zwei Stufen aufgestiegen. Sehr gut. Hält einen feindlichen Diener, vernichtet ihn zu Beginn eures Zuges. Auch eine sehr, sehr schöne Karte für den Hexenmeister. So, 30 Priester- und Hexenmeisterkarten habe ich ausgespielt. Finde ich sehr, sehr gut. Spielen wir weiter. Runde 2 in der Arena. Ja, ich wollte eigentlich überhaupt nicht so lange zocken. Na, da hat er endlich jemanden gefunden. Prost nochmal. Valera. Valera. Seid auf der Hut. Eure Seele wird mir gehören. Die nehme ich auf jeden Fall direkt mal beide. Und ich hoffe, ich fange nicht an. Schade, ich fange an. Das ist natürlich blöd. Ich sage erstmal nur Hallo. Angenehmes Winterhauchfest. Ich werde euer Tod sein. So, so. Hohes Winterhauchfest. Ach, Mist. Das war natürlich jetzt total dumm ausgespielt. Ich hoffe, die macht ihn jetzt nicht direkt fertig. Das wäre total blöde. Wahrscheinlich mit der Heldenfähigkeit einfach nur. Aber damit fügt sie sich quasi zwei Schaden hinzu, wenn sie das tun würde. Nein, sie macht es nicht. Sehr gut. Stellt zu Beginn eures Zuges das volle Leben dieses Dieners wieder her. Gut zu wissen. Aber ich nehme erstmal plus 4, plus 4. Greife damit voll an und werfe eine zufällige Karte ab. Bumm. Ach nein, und direkt den Karasam wieder abgeworfen. Egal. Zack. Und nochmal zwei Schaden. Schön ist das. 7 Schaden mit dem Lepragnom. Bam. Das kann doch was. Hält jedes Mal Verstohlenheit, wenn ihr einen Piraten herbeiruft. Interessant. Dann, ja, komm, spielen wir erstmal jemanden mit Spott aus. Das ist ganz gut. Dankeschön, Gamertron. Wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Und, falls man sich nicht mehr hört, was man vermutlich nicht mehr wird, guten Rutsch. Was tut er denn jetzt mit dem Dolch? Bumm, das war sein Diener. Achso, ja, mich angreifen. Fair enough, darf er gerne tun. So, ich ziehe direkt mal noch eine Karte. Und spiele meinen Dämon aus. Den Boss der Wichtelgang. Uah, ich hasse den. Gegen den muss man ganz schnell was unternehmen. Sch-
Scheiße, was mache ich? Ich frage mich. Spiel die Chemikerin aus. Guten Freunden gibt es schon mal ein Schlückchen. Ach, der kostet direkt mal 4, vernichtet einen Diener und einen eurer Mana-Kristalle. Shit. Dann spiele ich den noch aus. Und greife noch an. Ja, jetzt wird er auf jeden Fall auf 6-6 kommen. Mit seinem blöden Räuber der Qualdir ist das eine sehr, sehr geile Karte. Ich liebe den Räuber auch. Den spiele ich auch sehr, sehr gerne aus. Gegen den muss man schnell was unternehmen, sonst hat man ganz schnell mit dieser Karte ein Problem. Ruft jedes Mal, wenn dieser Diener Schaden erleidet und überlebt, einen weiteren grimmigen Gast herbei. Gegen den muss man auch schnell was tun. Gut, aber er greift nur mich an. So, das war natürlich ziemlich dumm. So, dann verleihe ich mal allen Dienern +1/+1. Und ziehe mir eine Karte. Blam, blam. So. Dann stirbt er davon nämlich nicht. Das finde ich schon mal ganz gut. Und dann bringe ich direkt den grimmigen Gast um. So, wunderbar. Jetzt haben 3 meiner Helden, meiner Diener, einen. Ah. Nervothron. Aua, na geil. Sehr gut gespielt. Danke. Hat er tatsächlich. Das nenne ich den schicken Anzug. So, den spiele ich aus. Wobei, nein. Wobei doch, den spiele ich aus. Zack. Und dann werde ich mal wieder +1/+1 geben. Zack. Dann wäre der tot. Das möchte ich natürlich gar nicht. Naja, aber der wird ihn jetzt töten, auf jeden Fall. Ich lasse es mal drauf ankommen. Schade, dass ich keinen Diener mit Spott habe gerade. Aber gut, dass er das nochmal voll ausgebaut hat hier. Vernichtet einen feindlichen Diener. Ja, sehr schön, das Attentat. Das hätte er auch einfacher haben können mit seinem Helden. Sehr gut gemacht, die Nummer. Ich spiele den aus. Spiele den aus. Und spiele den aus. Werde einen meiner Wichtel opfern. Und mit dem Rest voll ins Gesicht springen. Wächter von Mogushan, den werde ich gleich auf jeden Fall direkt mal killen. Gut, dass ich die Karte noch auf der Hand habe. Niemand sieht den Jade-Lotus kommen. Zack, weg damit. Ein befreundeter Dämon, sind das Dämonen? So. Und dann habe ich ihn, glaube ich, besiegt. Jawohl, ja. Die zweite Runde geht an mich.
Und diesmal aber auch wieder fast zwei Stufen. Naja, gut. Mit jedem weiteren Sieg wird euer Belohnungsschlüssel aufgewertet. Finde ich sehr, sehr gut. An dieser Stelle gibt's nochmal in der Folgenversion einen Cut. Und genau hier geht's beim nächsten Mal weiter. Tschüssi, ihr Lieben.